Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück, vielleicht zur letzten Folge Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ich weiß noch nicht, wie lang unser Kampf durch den Eingang der Kammer des Schreckens ist. Genau, so ist es natürlich. Im Buch war das Ganze hier natürlich auch so komplex, keine Frage. Harry musste sich erstmal an Tausenden von knallrümpfigen Krötern und anderen Kreaturen vorbeikämpfen. Und ich mache erstmal, oh Gott, mein Headset ein bisschen leiser, sonst schreit mich hier Harry an. Und das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich schaue mich erstmal mal um, wo man hier alles hin kann. Hier hätten wir einmal, oh Gott, eine Riesenfrappe und einmal Lumus. Lumus freut uns natürlich. Denn durch Lumus können wir hier rüberspringen. Nee, das hätten wir auch ohne das gekonnt. Allerdings frage ich mich, was passiert, wenn wir hier drauf springen. Ich glaube, wir fahren da nach unten, oder? Das will ich aber noch nicht. Ich will hier erst schauen, was man hier noch alles Tolles finden kann. Wir haben schließlich Lumus bekommen und damit so mehr. Ein Geheimnis entdecken und das haben wir auch gemacht. Ich glaube, da gekinnt habe ich das für. Krasses Geheimnis. Danke für den Schokofrosch. Aber ich muss sagen, die Schokofrösche hier sind echt toll. Also, ich finde die echt toll. Liegt ganz einfach daran, die hauen ab. Finde ich, ist eine schöne Idee. Keine Ahnung. Und hat irgendwie eine Anlehnung. Und ich. An die Bücher, an den Film, dass das abhaut, der Frosch. Ich weiß gar nicht, war es im Buch auch so, dass diese Frösche sich bewegt haben? Aber was rede ich hier überhaupt? Wir sind gerade bei den letzten Parts und jetzt rede ich erst über solche Sachen wie das, was ich gerade eben gesagt habe. Erstmal Fallschaden bekommen. Oh, sonst kommen wir hier noch an den Kisten vorbei und entdecken diese wichtigen Geheimnisse nicht. Ach, das fährt die ganze Zeit hoch und runter. Oh, okay, dann hätten wir gar nicht was wehtun müssen, um sicher zu gehen, dass wir ganz nach unten kommen. Wir bekommen hier nur noch Bohnen. Die Bohnen können wir allerdings gebrauchen, weil wir ja noch Bildkarten nachkaufen müssen, die wir im verbotenen Wald verpasst haben. Jetzt habe ich allerdings Angst, dass ich zerquetscht werde, wenn ich ehrlich bin. Dann gehen wir schnell mal hier rein. Wir wollen doch nicht sterben. Zerquetscht in der Kammer des Schreckens. Das wäre doch nicht schön. Gerade mal noch. Riskieren, das sagt man, so rennt trotzdem weiter rein. Ja, das Ende nähert sich. Langsam und aber stetig. Spinnennetze hasse ich. Da hatte ich immer Angst, als Kind draufzustehen. Daran erinnere ich mich noch. Ich hasse ja Spinnen. Und jetzt habe ich auch Angst, darunter zu gehen, weil da Spinnen sind. Ich glaube, wir machen das erstmal. Stopp. Ach, scheiße. Ach, nein, ich will da nicht runter. Und wer weiß, was da noch auf uns lauert. Anscheinend eine Wand, denn da. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Geh weg. Geh weg. Ich möchte dieses Produkt nicht erwerben. Oh. Hallo. Ich bin der Kammerjäger, um Spinnen zu beseitigen. Nee, das sollte ich nicht werden. Vergessen wir das gleich wieder. Oh Gott. Ich erinnere mich. Maudado erinnert sich zurück an seine Kindheit. Trinkt erstmal aus Versehen einen Trank. Und stellt fest, dass diese Stelle so schrecklich schwer für ihn damals war. Und er es nie geschafft hat, hier dran vorbeizukommen. Und ist tausendmal daran verzweifelt und stellt jetzt aber fest, so schwer ist es doch gar nicht. Außer das letzte vielleicht. Das sieht doch recht schnell aus, aber selbst das war für Maudado natürlich kein Problem, ja? Ich meine, Harry Potter! Harry Potter, ich bin nicht Maudado! Okay, das war. Oh, ich erinnere mich. Es wurde gerade was angekündigt. Oh, Schreck! Bricht jetzt etwa noch mehr ein? Und was hat dieses merkwürdige Symbol dazu bedeuten? Flipendo. Ah, hat gar nicht Flipendo gesagt. Ich habe fest damit gerechnet. Ach, verdammt. Nicht. Okay, ich glaube. Das könnte jetzt echt die letzte Folge sein. So schnell wie das hier vorangeht. Meine Erinnerung kommt zurück. Und auch meine Erinnerung hieran kommt zurück. Denn jetzt. Ach, Action. Ah, nein, war das knapp. Als Kind, oh Gott. Da bin ich erstmal. Habe ich erstmal draufgestört und dann war es schon zu spät und ich war tot. Ja, und dann war es vorbei, wa? Kein Respawn, kein Save Point. Wenn man hier stirbt, ist man für immer tot. Nee, natürlich nicht. Das Spiel ist hier immer noch für Kinder gemacht. Allerdings frage ich mich, was hier hinten ist. Ach, eine Kiste. Eine Karte? Na? Peeves? Nicht? Ich hätte jetzt wieder mit Peeves gerechnet. Der kommt bestimmt nochmal. Aber was macht in der Kammer des Schreckens, wenn er in der Kammer des Schreckens. Er will ja auch nicht, dass Hogwarts geschlossen wird. Dann hätte er das schon längst in der. Das wäre ja wieder unlogisch. Was ist hier und hier? Nur noch Bohnen. Nehmen wir sie trotzdem mit. Na komm.
Mal, hier muss man Skill-Jumps einlegen, damit man hier kommt. Extrem geskillt. Ich find's außerdem auch lustig, wie Harry Potter fliegt. Naja, in der Luft kann man nicht lenken, aber in Videospielen wäre es cool. Naja, damals wäre es komisch gewesen, wenn man nicht in der Luft lenken könnte, weil man dann eigentlich gar keine Chance mehr gehabt hätte. Ja, den Schokofrosch brauchen wir nicht, da wir die ganze Zeit unsere Tränke verschwenden. Oh, ich bin aber mal gespannt, wie wir uns beim Bosskampf anstellen. Davor müssen wir allerdings hier durch den Raum und dort nach drüben gelangen. Zoom. Wofür wir anscheinend erst dieses Seil durchtrennen müssen. Wer hätte es gedacht? Ja, ich erkläre das Spiel, das ich von selbst erklärt. Ja, anscheinend. Oh Gott, Hilfe! Ich will doch nur... Kannst du nicht aufhören? Ach, du bist zu weit weg. Nein. Gefällt mir nicht. Lumos, sage ich da. Lumos. Oh, was ist denn das? Ist das etwa eine Plattform, an die wir gleich mit Elasto dran springen werden? Oh, ja. Hm. Oder auch nicht. Je nachdem. Je nachdem. Ist hier unten irgendwas? Das ist auch eine Elasto-Plattform. Mit der kommt man wahrscheinlich nur zurück nach oben, falls man hier so blöd war und runtergefallen ist, was ich natürlich nicht war als Kind. Ich rede die ganze Zeit von meiner Kindheit in diesem Spiel, aber das ist auch ein Spiel der Kindheit, denn es hatte viel mit Kindheit zu tun, weil, ja, das Spiel ist meine Kindheit. Oh, oh. Aua! Oh, jetzt habe ich das irgendwie verpasst. Jetzt muss ich den schon noch runterschubsen, damit er mir keine Probleme mehr macht. Allerdings macht es gerade mehr Probleme, als gut wäre, wie mir hier gerade auffällt. Nein, ich... Ja. Okay, ich sehe schon, wenn wir beim Endboss sind, dann haben wir keine Tränke mehr. Sonst wäre es ja auch zu einfach. Und so blöd, wie ich mich anstelle, haben wir wahrscheinlich auch kein Leben mehr. Oh, okay, wurde mir nicht angezeigt. Komm schon, fall runter. Ich will, dass du runterfällst. Warte, das geht bestimmt so. Ah, jetzt ist er weg. Ha! Entfernt, sage ich da. Entfernt. Okay, und wo? Wo ist jetzt diese Plattform hin? Ach, weiter nach oben. Ich habe mich gerade gewundert, wie wir dann hier am Ende noch enden werden. Und die Dinger sind unheimlich. Das fand ich als Kind unheimlich, auch wenn gerade... Oh nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Nicht aufstehen, nicht aufstehen. Bleib liegen. Ach Gott. Wir sind so schnell. Und schnell. Fällt gerade gar kein anderes Wort ein als schnell. Hier? Ach, versteckt? Habe ich doch gewusst. Aber bevor wir uns anschauen, was da überhaupt versteckt ist, machen wir das noch durch. Dann öffnet sich das wie gedacht. Jetzt? Was ist hier? Was ist hier? Ah, eine Truhe, die wir wahrscheinlich erst danach holen sollten. Bisschen doof. Warum bekommen... Ich Bohnen. Es ist ja gut und... Aber ich brauche mehr. Das reicht mir nicht. Obwohl, das ist eine Alternative. Die ich nicht verschmähen sollte. Okay. Noch mehr Bohnen. Wir nehmen sie einfach mit. Vielleicht können wir auch den Endboss... den Basilisk, wie wir mittlerweile wissen... einfach mit Bertibots Bohnen beschmeißen. Oh Gott, nein. Soll ich rennen oder stehen bleiben? Bricht es hinter mir oder vor mir zusammen? Auf jeden Fall muss ich ja zur Kammer des Schreckens, deswegen wäre es auf jeden Fall ratsam, einfach nach vorne zu rennen. Und zu hoffen, dass man nicht erschlagen wird. Hat es gerade nur bei mir so vibriert? Das sah gerade so aus, als ob alles vibrieren würde. Ich frage mich, wie lange war das noch? Ich meine, im Buch ging das eigentlich recht schnell. Nein! Nein! Nicht den Trank! Nicht noch einen. Ja, ich sollte ihn wirklich weg von Leertaste legen. Oh, jetzt sind wohl alle wieder erwacht. Ich war nicht böse zu euch. Ach, jetzt könnt ihr den Trank... Warum bekommen wir keinen Schaden? Haben wir ein Schutzschild bekommen, von dem ich nichts weiß? Ja, Zauberumhang, Level 2. Schutz. Keine Ahnung was. Okay. Ja, die letzten zwei werden wir mit nicht. Du musst ja wirklich sagen, rennen wir, oder? Oh, okay. Ich habe gerade gedacht, wir fahren hoch auf dieser Plattform, aber da stattdessen erscheint uns eine Elasto-Fläche.
Fläche! Fläche! Oh Gott. Diese Dinger. Ich sag's euch. Die bringen mich noch irgendwann um. Nein, nicht aufstehen. Hör doch mal zu. Rein da. Ne, okay, ich muss euch werfen. Dann mach ich das doch. Der wollte uns beißen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Dieser Frechdachs, der. Dieser Schlingel. Schrecklich. Echt, echt schlimm. Noch eine Plattform? Okay. Fahrstühle. Für Fahrstühle sind aber auch so cool. Okay, bekommen wir den von hier drüben? Ne, da müssen wir einen Sprung einlegen, der mit STRG geht und nicht mit Leertaste. Oh Gott, war der knapp. Actionreich, sage ich da. Actionreich. Habe ich nicht Flipendo? Achso, wir müssen noch weiter hoch. Oh, da lauert was auch immer. Und in der Mauergeschichte ausgeschalten hier. Okay, und hier. Ach, dank Lumos bekommen. Ach, nee, wir brauchen Lumos. Wo haben wir Lumos bekommen als letztes? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo haben wir Lumos bekommen? Oh, auf der Seite auch. Ich will eigentlich nicht runterspringen, weil ich hier ja noch die Kisten looten muss. Aber in denen sind dann wahrscheinlich eh nur. Warum? Warum passiert nichts? Warum passiert nichts? Ach, okay, dann hätten wir nicht erwischen können. Nein, ich will nicht runter. Ich will nicht. Ich will doch noch. Ich wollte dort oben doch noch die Kisten. Ach, da waren bestimmt eh nur Bildkarten drin. Wie jedes Mal. Kriegen wir vom Schokofrosch, den wir diesmal ausnahmsweise mal brauchen. Den wir auch mal leicht gefangen bekommen haben. Oh, das war knapp. Das war knapp. Und jemand hat geschrieben, die Schnecken, die gab es im Buch. Ich habe ja mal gesagt, die gab es nicht im Buch, aber anscheinend gab es die wirklich im Buch. Und jetzt haben wir gerade gesehen, Achtung, das sind Fallen. Nicht drüber laufen. Das sind Lichtdinger. Oh, was ist das? Okay, und was passiert hier? Ah, wir bauen uns ein Jump'n'Run. Oder was wird das? Oh, hallo. Ihr Wichtel, die irgendwie immer ineinander fliegen. Komischerweise. Naja, was soll's. Nächstes. Müssen wir hier jetzt echt drüber laufen. Das wird aber ganz schön risky mit meinen Skills, die nicht vorhanden sind. Aber wo muss ich hier hin? Ach, noch mehr Seile durchschneiden. Okay, aber erstmal will ich die Wichtel wieder loswerden. Die sind mir nämlich nicht geheuer. Immer in den Momenten, in denen man am wenigsten damit rechnet, werden sie einen in den Rücken fallen. Okay, wir blockieren anscheinend die Lichtfallen komplett. Welche davon nicht ausgelöst werden. Glücklicherweise. Können wir was kippen? Und dann bekommen wir tatsächlich noch eine Bildkarte. Was heißt das in der Kiste gerade eben? Vielleicht auch eine Bildkarte war. Was wiederum schlecht ist. Die Schnecke ignorieren wir einfach. Denn sie kommt nicht hinterher. Denn sie ist schlecht. Muhahaha. Nein, nicht muhahaha. Ich finde dieses Lachen nur so komplett albern. Muhahaha. Ich meine, wer hat sich das überlegt? Naja, okay. Es ist nicht albern gemeint. Und von vielen wird es wahrscheinlich ernst genommen, aber ich kann über sowas eigentlich nur noch lachen. So, was? Ach, wir müssen runter. Hm, das sieht nicht so aus, als würden wir gleich von einer Steinkugel verfolgt. Oh, doch. Nein! So ein Zug. Nein! Oh, das fand ich als Kind, glaube ich, auch schwer. Ja, und in Harry Potter 1, was ich außerdem immer noch nicht vorhab zu Let's Playen, war es ja so, man konnte während dem Laufen nicht zaubern, man blieb immer stehen, wenn man zaubern will. Was ich extrem, naja, ich muss einfach sagen, Harry Potter 1 war ja nett und schön und alles, aber es war einfach noch nicht so ausgereift wie dieses Spiel. Daher, wie gesagt, werde ich es nicht Let's Playen. Ja, und das war's. Und die Kugel rollt anscheinend ewig weiter. Jetzt haben wir noch eine Feuerkrabbe und ich glaube, wir werden an diesem Savepoint da vorne auch erstmal. Ich weiß nicht, soll ich einen Part echt noch splitten? Es sieht so aus, als wären wir vom Ende. Ich würde sagen, ich mache einfach ein bisschen längeren Part. Und dafür sehen wir. Oh, da braucht es noch länger. Soll ich das Finale an einem Stück machen? Ich meine, es kommt nachher nochmal Gelaber. Und alles. Oh, ich hätte mich davor draufstellen sollen. Es wäre einfacher gewesen. Aber es sieht so aus, als wäre das Ganze noch mal komplexer. Oh, was sind wir hier? Was ist da unten? Was ist hier? Ich glaube, wir gehen einfach weiter. Und ich glaube, wir sind am Ende angelangt. Deswegen ziehen wir den Part durch. Wir werden uns jetzt den Basilisken stellen.
Eigentlich, Harry, warum hast du keinen Hahn mitgenommen? Ja gut, es gibt in Hogwarts keiner mehr, weil alle umgebracht wurden, aber in Hogsmeade vielleicht irgendwas? Ein Hahn? Es wäre so einfach. Warum nimmst du... Oh, Scheiße! Kein Hahn mit! Denn der Hahnenschrei ist doch tödlich für den Basilisken. Schon vergessen, Harry? Aua! Ach, man kann da drüber springen. Okay, dann springen wir drüber. Gut, wir können jetzt nochmal Tränke machen, die wir zu Genüge immer verschwenden. Dann dürfen wir wieder 6 haben. 5? Okay, ich habe gedacht, wir hätten 3 mal. Ah, nee, da. Sag ich doch. 6. Nee, sogar mehr. Verrückt. Diesmal gar nicht in Gefäßen. Es liegt hier anscheinend schon so eine Weile rum. Seit mehreren Jahren. Das haben wir. Hammer! Haben wir jetzt 7? Kriegen wir 7 Tränke? Tatsache. Mit 7 Tränken stellen wir uns im Bosskampf. Das ist machbar. Ich glaube, es wäre auch ohne Trank gut machbar. Aber lassen wir das. So, dann sehen wir da vorne schon Ginny Weasley hilflos liegen, aber wir werden dafür nochmal speichern und jetzt uns zu ihr Ginny! begeben. Ginny! Oh Gott, was ist mit dir passiert? Was kann ich machen? Oh Gott! Sie ist dehydriert. Ginny! Bitte wach auf! Ach, das wird sie jetzt auch nicht mehr retten. Sie wird nicht aufwachen. Tom Riddle. Tom. Du, hier. Tom Riddle. Sie lebt noch. Gerade Gerade noch. noch. Die kleine Ginny hat Monat für Monat in mein altes Tagebuch geschrieben und mir ihr Herz ausgeschüttet. Ich wurde stärker und stärker, bis ich mächtig genug war, um ihr ein wenig von meiner Seele einzuflößen. Kranker Typ. Was meinst du damit? Ginny Weasley hat die Kammer des Schreckens geöffnet. Genau wie ich vor langer Zeit. Noch bevor ich zu Lord Voldemort wurde. Nein. No. Oh no. Why? Doch, der bin ich, Harry. Ginny hat mir alles über dich erzählt. Ich fürchte, mit deinen jämmerlichen Zaubertricks kannst du dem größten Zaubermeister aller Zeiten nichts anhaben. Was? Ich kann Flipendo und Defendo Zauberer der und Welt Elasto. Ist Albus Dumbledore. Dumbledore ist weg. Und nun will ich dir eine Lektion erteilen. Messen wir die Kräfte von Tom Riddle, dem Erben von Slytherin, mit denen des berühmten Harry Potter. Phönix, Fawkes der Phönix, der Gryffindors Schwert bringt. Fawkes! Eigentlich hat er ja den Ein Hut Schwert gebracht. Von Dumbledore. Er war ja zweifelsfrei zu feige, selber zu kommen. Naja, es wird dir auch nicht weiterhelfen, Potter. Ich glaube, er unterschätzt mich. Sprich zu mir, Slytherin! Größter der 4 von Hogwarts! Guck ihn nicht in die Augen! Guck ihn nicht in die Augen! Töte ihn! Ich hab ihn doch schon in die Augen geguckt. Warum bin ich nicht tot? Ich mein, Phönix hackt ihn doch jetzt erst die Augen aus. Oh, aus. Du kannst ihn immer noch töten! Also um es zu erklären, der Phönix hat dem Dings gerade die Augen ausgestochen. Oh, und ich kann ja... Zack! Ui! Mein Schwert aufladen. Also der Phönix hat dem Basilisken gerade die Augen ausgestochen, wodurch der Blick des Basilisken nicht mehr tödlich für uns ist und wir ihn wenigstens anschauen können. Und der Basilisk wird gleich seine Phase ändern. Dieser Bosskampf hat unterschiedliche Phasen, die ihr gleich sehen werdet. Weil ich ein bisschen einfach in meinem Gespräch ist er ja schon quasi tot. Töte den Jungen! Und zwar ist er jetzt nicht mehr an einem Ort, sondern an verschiedenen. Zum Beispiel hier. Ah, ja, boah, ist er ausgewichen? Der böse Basilisk. Warum weichst du aus? Bist du? Wo kommst du raus? Ah, da ist er. Hey. Nee, das finde ich jetzt frech. Wie hat man das gemacht? Ich glaube, na, wir müssen auf so eine Phase warten, dann kann er, glaube ich, nicht mehr ausweichen. Oh, und jetzt so eine.
Und jetzt schimpft er da. Okay, ich glaube, das wird sogar schwierig. Ich fand den als Kind schwierig. Und ich muss... bleibt er denn? Genau, jetzt können wir ihn wieder treffen. Wenn wir ihn treffen. So wie jetzt. Ach, gut, dass wir die Heiltränke haben. Sagen wir so. Ich stelle mich ein bisschen doof an. Schlangi, 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 Schlangi. Na, wo bist du? Na, wo bist du? Da bist du. Feine, böse Schlange. Auf uns zu springen. Sie beißt auch nie zu, anscheinend. Oh, da bist du. Kann ich nicht einfach deinen Kopf abhacken? Oh, nee. Oh, auf rechts liegt es ja auch springen. Oh, erstmal wieder reinrennen. Erstmal trinken. Ich weiß ja, wo die Taste ist. Epischer Bosskampf. Oh, man hört die Musik kaum. Ich hatte eine Musik. Nee, die Musik müssen wir mal ein bisschen lauter. Obwohl, ich muss sie nur in meinem Herzen lauter machen. Dann für euch dürfte sie ja genügend laut sein. So, ich hoffe außerdem, dass der Bosskampf nicht zu laut ist. Das war ja bei Aragog der Fall. Aber hier dürfte es eigentlich nicht der Fall sein, weil ich alles nochmal vor der Aufnahme leiser gemacht habe, weil ich genau wusste, dass das wieder eintreffen würde. Und daher habe ich mir gedacht, machst du alles leiser, dann ist es besser für deine Zuschauer. Und ja, ich denke anscheinend an euch. Ja, dieser Postkampf ist doch nicht so spannend, wie ich in Erinnerung habe. Und irgendwie höre ich keine Musik. Nee, das macht mich jetzt traurig. Wir machen jetzt Musik an. Ja, da ist gar keine Musik. Ah, doch. Hört ihr sie? Ich höre sie kaum. Aber es ist auf jeden Fall Musik da. Komm. Du kleine Schlange, noch zweimal. So, erstmal warten, bis du wieder hier dein Special Ich spucke Schleim-Move machst. Gift ist es natürlich. Ich meine, Basilisk, eine Schlange, spuckt ja schon Schleim. Basilisk, woher? Mythos Basilisken gibt es ja in verschiedenen. Achso, der Basilisk ist ja nicht in irgendwas, was ich von J.K. Rowling überlegt wurde, genauso wie generell Zauberei. Okay, das Ganze. Also das ganze Universum wurde von ihr sich überlegt, allerdings Phönixe gibt es ja auch, das ist ja auch schon davor. Also die Idee von Phönixen, Basilisken, ich weiß nicht mehr von Basilisken, in welchem habe ich denn von denen, also in Anführungsstrichen erfahren. Ich glaube, das war der Drachenreiter, das Buch der Drachenreiter. Vielleicht kennt es ja einer von euch. Das fand ich als Kind ganz toll. Und da ist er down. Nein! Warum? Da geht er down. Lass mal wegrennen. Nicht, dass ich noch erwischt werde. Oh, und er ist zufällig auf... Also, zum Erklären, er ist gerade auf das Tagebuch, in welchem Tom Riddle gelebt hat, gefallen mit einem Basiliskenzahn. Das Basiliskengift, also Basiliskengift kann dieses Buch zerstören. Was man später dann im Buch erfährt, das wisst ihr aber hoffentlich alle, weil ihr natürlich alle Bücher gelesen habt, alle Filme geschaut habt und alle Hörspiele gehört habt von Rufus Harry. Beck, dem besten Hörbuchvertoner. Ich wollte es dir sagen, ich war es, Harry, aber ich schwöre, ich wollte es nicht. Ist schon gut. Riddle hat mich dazu gebracht. Es ist alles gut. Riddle ist erledigt. Komm, Ginny, verschwinden wir von hier. Hallo, Harry. Professor Dumbledore, ich dachte, Sie wären beurlaubt. Lucius Malfoy hat allen Schulräten angedroht, Sie zu verfluchen, wenn Sie mich nicht entlassen. Aber Sie haben sich nicht von ihm einschüchtern lassen. Jetzt, wo der Erbe verschwunden ist und der Basilisk zerstört wurde, glauben Sie auch, dass Hagrid unschuldig ist. Er wird schon bald wieder in seiner Hütte sein. Was ist mit Lucius Malfoy? Wird er weiterhin Ärger machen? Das bezweifle ich. Er war es wohl, der Ginny das Tagebuch untergejubelt hat. Wenn er noch einmal so dieser etwas Bastard, versucht, ich wusste kann er es. Damit rechnen, dass er das Zaubereiministerium am Hals. Ich habe doch gar keine Beweise. Und Professor Lockhart, ich befürchte, er hat sein Gedächtnis verloren. Ach, das macht nichts. Er hatte eh nichts im Kopf. Worüber will er denn jetzt bloß nachdenken, wenn er nicht mehr über sich selber nachdenkt? Aber setzen Sie bloß nicht Professor Snape für ihn ein. Er ist einfach zu gut als Zaubertranklehrer.
Ihr habt alle Großartiges geleistet. Ja. Das war sicherlich eine schreckliche Erfahrung. Allerdings, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so viel Zeit in einer Mädchentoilette verbringen würde. Versteinert zu sein ist wirklich grauenhaft. Aber ich habe eine Menge dabei gelernt. Ich werde all meine Erfahrungen aufschreiben. Vielleicht bekomme ich dafür eine gute Note. Wenn man Freunde hat, die einem helfen, schafft man einfach alles. Okay, was will Hermine? Obwohl, ach, egal. Eine Sache hätte ich beinahe trotzdem nicht überlebt. Als Goll rumzulaufen, war wirklich nah an der Schmerzgrenze. Unten findet eine Feier für euch statt. Auf was sollen wir als erstes anstoßen? Auf Freundschaft, Loyalität und Mut. Aber vor allem auf die Freundschaft. Wie kitschig das gerade ist. Den Rest des Schuljahrs strahlte die Sonne vom Himmel herab. In Hogwarts war wieder Normalität eingekehrt. Bis auf ein paar kleine Unterschiede. Der Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste wurde gestrichen und Lucius Malfoy wurde aus dem Schulbeirat entlassen. Gut so. Draco führte sich nicht mehr länger so auf, als gehöre ihm die ganze Schule. Er sah jedoch sehr verärgert und beleidigt aus. Ginny Weasley erholte sich schnell wieder von der ganzen Geschichte. Das ist unser letzter Tag in Hogwarts. Das Einzige, was jetzt noch ansteht, ist die Hauspunkteauswertung in der großen Halle. Wenn du noch irgendetwas anstellen möchtest, solltest du das besser tun, bevor du zur Hauspunkteauswertung gehst. So, und damit haben wir auch das Ende dieses Spiels erreicht. Allerdings sind wir noch nicht ganz fertig. Ich werde noch alle Geheimnisse in Hogwarts sammeln in einer Episode und die Zusatzlevel machen. Die sind wichtig, die machen Spaß und deswegen mache ich sie. Und damit verabschiede ich mich bis zu den Zusatzdingen in Hogwarts. Ich weiß nicht, wie ich den Pater nennen werde. Oder Hogwarts 100%. Dann müsste ich allerdings auch noch alle Quidditch-Spiele schaffen, um 100% zu erreichen. Naja, dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Tschüss!